Bei den Vereinten Nationen ist die von Deutschland und Brasilien eingebrachte Resolution gegen Datenspionage angenommen worden. Ein Ausschuss stimmte dafür, das Dokument weiterzuleiten an die UN-Vollversammlung. Der Entwurf ist eine direkte Reaktion auf die US-Geheimdienstaffäre. In der Resolution werden alle Staaten aufgefordert, Gesetzgebung und Praxis bei Überwachungsaktionen auf den Prüfstand zu stellen. Kritisiert wird auch die Ausspähung des E-Mail-Verkehrs im Ausland. Die Vereinten Nationen waren selbst Spionageziel der US-Geheimdienste. Das soll möglichst nicht nochmal passieren. Beim milliardenteuren Umbau der Gebäude spielt Sicherheit eine große Rolle, auch Abhörsicherheit. Die neue US-Botschaft bei den Vereinten Nationen liegt direkt gegenüber. Ob sich hinter den bunkerartigen Mauern Spionagetechnologie verbirgt? Alle UN-Mitgliedstaaten, auch die USA, sind sich einig, unrechtmäßige und willkürliche Überwachungsmaßnahmen können das Recht auf Privatsphäre und Meinungsfreiheit verletzen. Der von Deutschland und Brasilien eingebrachte Resolutionsentwurf wurde im Menschenrechtsausschuss einstimmig angenommen. Heute hat zum ersten Mal eine Resolution in den Vereinten Nationen ausdrücklich festgestellt, die Menschenrechte müssen online genauso geschützt werden wie offline. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass der ursprünglich viel schärfer formulierte Entwurf auf Druck der USA abgeschwächt wurde. Es ist bedauerlich, dass die USA an so vielen Fronten gekämpft haben, um die Resolution zu entschärfen, aber am Ende waren sie nicht sehr erfolgreich. Es gilt als sicher, dass die UN-Vollversammlung den Entwurf im Dezember annehmen wird. Diese Resolution hat keinerlei bindende Wirkung. Es drohen keine Strafen oder Sanktionen, wenn Staaten sich gegenseitig oder ihre eigenen Bürger ausspionieren. Auf Druck der USA gibt es auch keinerlei Bezüge zum NSA-Spionageskandal. Trotzdem hoffen Länder wie Deutschland und Brasilien, dass eine Diskussion in Gang kommt, die eines Tages zu konkreten Schutzmaßnahmen führen könnte.